Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Jeder gejubelt, der Krieg, der Krieg, der Krieg. Da habe ich begriffen, was das bedeutet. Krieg. Ich glaube, unsere Köpfe waren ausgeschaltet in der Zeit. Leider. Vor 70 Jahren, am 1. September 1939, überfielen deutsche Truppen Polen. Es war ein Freitag, als 1,5 Millionen Soldaten in Marsch gesetzt wurden. Ein neues Wort entstand: Blitzkrieg. Von Anfang an war es ein Krieg gegen alle Polen, Soldaten und Zivilisten. Ein mörderischer Vernichtungskrieg. Er wurde zum Zweiten Weltkrieg. So weit wäre es nicht gekommen, wäre Polen nicht von seinen Verbündeten im Stich gelassen worden. Großbritannien und Frankreich. Mikołajczyn, damals ein Dorf an der deutsch-polnischen Grenze. Am Morgen des 1. September 1939 rückte die Wehrmacht an. Bodentruppen, Panzer. Am Rand des Dorfes lebte die Familie Maklis. Was der jüngste Sohn Jacek nun erleben sollte, hat er immer wieder aufgeschrieben. Es sich von der Seele geschrieben. Es lässt ihn nicht mehr los. Jacek Maklis war 11 Jahre alt, als die deutschen Soldaten kamen. Ein Soldat schrie: Hände hoch! Und wir haben die Hände hochgehoben und bewegten sie so, damit dieser Soldat sah, dass unsere Hände sauber sind, von vorne und von hinten. Als die Soldaten dann weitergefahren sind, sagten wir: Die sind ja komisch. Die kommen extra von so weit her, um zu sehen, ob wir Schulkinder saubere Hände haben. Wie an jedem 1. Septemberwochenende feiert Mikołajczyn das Fest des heiligen Egidius. Es ist das wichtigste christliche Fest in der Gegend, nach Weihnachten und Ostern. Aus der ganzen Umgebung pilgern die Menschen hierher. Ein Ablassfest. Sünden werden gebeichtet und vergeben. Die Soldaten fuhren nach Mikołajczyn rein, Richtung Kirche. Da rief ihnen ein mutiger Mann auf Deutsch zu: Ja, seht ihr denn nicht, dass hier ein Kirchenfest ist, eine Prozession? Was ist denn mit euch los? Wir haben Krieg, schrie ein Soldat zurück. Ja, könnt ihr mit eurem Krieg nicht bis morgen warten? Heute ist unser Fest. Und tatsächlich hielten die Deutschen an. Sie warteten, bis die Pilger in die Kirche gingen. Es sollte das letzte Fest des heiligen Egidius in Mikołajczyn werden. Für 5 lange Jahre. Nur wenige Stunden später lernten die Menschen das wahre Gesicht des Krieges kennen. Das wahre Gesicht des Feindes. Meine Mutter hatte Angst. Deshalb gingen wir über die Felder zu den Großeltern ins Dorf Tożeniec. Es hieß nämlich, dass die Deutschen bestimmt nicht nach Tożeniec kommen, durch die Wälder. Es gab hier ja keine Straßen, nur Feldwege. Edward Nikodym war damals 10 Jahre alt und lebte in Tożeniec mit seinen Eltern und seinem Großvater Iji. Ale dziadek mówi tak. Mein Großvater sagte: Die Deutschen werden nur durchmarschieren. Die werden uns nichts tun. Wir haben denen ja auch nichts getan. Und wohin sollten wir auch fliehen? Mein Vater war ja eingezogen und wir blieben zu Hause. Alle in Sorge, was wird passieren, was wird passieren. Der erste Tag dieses Krieges ging zu Ende. Nachts fielen Schüsse am Dorfrand. 3 deutsche Soldaten des Infanterieregiments 41 starben. Bis heute ist ungeklärt, wer geschossen hatte. Die Folgen waren verheerend. Die Deutschen trieben alle mitten im Dorf zusammen.
Dann las ein Offizier den Befehl vor, auf Polnisch. Für das Leisten von Widerstand wird die ganze Dorfbevölkerung erschossen. Sie wählten aber 18 Männer aus, jeden zweiten aus unserem Dorf, für die Erschießung. Ich hielt meinen Großvater an der Hand. Ein Soldat stieß mich weg und nahm Großvater mit für die Erschießung. Alle Frauen und Kinder mussten auf einen Hof. Dort sollte die Erschießung stattfinden. Und alle aus dem Dorf, Mütter und Kinder, sollten sehen, wie man ihre Väter und Brüder tötet. Wir fielen auf die Knie, flehten die Soldaten an. Was haben wir euch getan? Bitte vergebt uns. Wir haben niemandem ein Unrecht getan. Wofür wollt ihr uns so hart bestrafen? Ich sah, dass einige junge Soldaten Tränen in den Augen hatten, als wir da auf unseren Knien flehten. Das Kommando gab der Offizier, der Polnisch sprach. Er hatte so ein Stöckchen und er schrie: Feuer! Wir fanden, dass das keine Menschen mehr waren. Es ist schwer, davon zu erzählen, daran zurückzudenken. Wer konnte, floh aus dem Dorf. Andere verbargen sich in ihren Häusern. Aber die Deutschen schossen auf die Häuser, steckten das ganze Dorf in Brand. Am nächsten Tag wagten sich die ersten Geflohenen zurück. Unter ihnen auch Jacek Makles. Damals sah ich Dinge, über die ich schwer sprechen kann. Dort lag Pietschak, ein Nachbar, erschossen durch eine Kugel in den Hinterkopf. Er war zur Hälfte verbrannt, denn er war auf die Schwelle seines Hauses gefallen. Als das Haus brannte, wurde er gebacken. Mein Schulfreund, Stasiu Jędryszak, lag hinter einem Zaun im Kartoffelfeld, ohne Kopf. Er hatte nur noch das rechte Ohr dran, ein Stück Hals und den Rumpf. Mord an polnischen Zivilisten. Die deutsche Propaganda erklärte die Opfer zu Tätern. Eine der ersten Aufgaben ist die Säuberung der Ortschaften von dem verhetzten polnischen Mob, der von der polnischen Regierung zum hinterhältigen Freischälerkampf gegen die deutschen Soldaten aufgestachelt wurde. Im Lesesaal des Deutschen Historischen Instituts in Warschau. Der Historiker Dr. Jochen Böhler erforscht die Einsätze der Wehrmacht in Polen, auch den in Turzeniec. Turzeniec ist nur ein Beispiel für hunderte weitere, die sich in Polen 1939 ereigneten. Was allen Fällen gemeinsam ist, dass bei einer nachträglichen Untersuchung der Ereignisse keine Schuldigen gefunden werden konnten. Das heißt, was nach Abklingen der Schießerei passiert ist, dass aus der Bevölkerung wahllos Männer herausgegriffen werden, die für den vermeintlichen Überfall verantwortlich gemacht werden. Die Opferzahlen, die im September 1939 zu verzeichnen sind, gehen in die Tausende. Berlin, am Morgen des 1. September 1939. Es war sonnig und warm. Gegen 10 Uhr ließ Adolf Hitler sich zum Reichstag fahren. Kurz zuvor hatte er die Menschen im Reich aufrufen lassen, sich vor den Rundfunkgeräten einzufinden. Werner Morg war damals Angestellter in einem Radiogeschäft. Ich kam in die Firma und der Progress kam auf mich zu und sagte: Herr Morg, Sie müssen bitte alles herrichten für einen Gemeinschaftsempfang. Um 10 Uhr spricht der Führer: Bitte in der Radioabteilung alles herrichten, Stühle aufstellen, dass der gesamte Betrieb den Gemeinschaftsempfang verfolgen kann. Unsere Ziele. Ich bin entschlossen, erstens die Frage Danzig, zweitens die Frage des Korridors zu lösen und drittens dafür zu sorgen, dass im Verhältnis Deutschland zu Polen eine Wendung eintritt, eine Änderung, die ein friedliches Zusammenleben sicherstellt. Für ein friedliches Zusammenleben hatte Hitlers Wehrmacht soeben einen Nachbarstaat brutal überfallen. Die Rede war absurd. In Danzig lebten rund 400.000 Menschen, die meisten Deutsche und 16.000 Polen. Danzig war als sogenannte freie Stadt ein kleiner Staat, gehörte weder zu Polen noch zu Deutschland. Eine Folge des Ersten Weltkriegs.
Die deutsche Propaganda stellte die Trennung Danzigs vom Reich als brutalen Einschnitt dar. Die freie Stadt Danzig hatte ein eigenes, frei gewähltes Parlament. Schon 1933 hatten die Nazis dort die Mehrheit errungen und starke SA- und SS-Verbände in der Stadt aufgestellt. Aber sie bekamen nicht die ganze Macht, um in Danzig die Demokratie abzuschaffen. Heim ins Reich. Immer heftiger forderten die Nationalsozialisten, dass die Stadt ans Deutsche Reich angeschlossen werde. Mit immer schrilleren Tönen. Doch Danzig war nicht der einzige Streitpunkt zwischen Deutschland und Polen. Polen war seit mehr als 100 Jahren zwischen Preußen, Russland und Österreich-Ungarn aufgeteilt. Erst mit dem Ende des Ersten Weltkriegs entstand Polen als Staat neu. Damit waren aber auch mehr als 1 Million Deutsche zu polnischen Staatsbürgern geworden. Das führte immer wieder zu Konflikten, Schikanen und Ausschreitungen gegen Deutsche. Die Nazi-Propaganda verzerrte solche Vorfälle maßlos zu einem großen Verbrechen, das es nie gab. Während die Bevölkerung Danzigs ruhig und vertrauensvoll die Heimkehr ins Reich erwartet, sind die Volksdeutschen innerhalb der polnischen Grenzen wildestem Terror ausgesetzt. Viele Tausende flüchteten vor den Gewalttätigkeiten der Polen in den Schutz des Reiches und fanden vorläufig in Sammellagern Aufnahme. Auf diese Propaganda konnte Hitler bauen, als er in seiner Rede am 1. September die größte Lüge verbreitete. Er erklärte die Angegriffenen zu Angreifern. Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolten. Und alle standen schön auf bei uns, schweigend, als das verklungen war. Weil unser Seniorchef und sagte, es war ein betretenes Schweigen. Sagte so, da wollen wir mal alle wieder schön an unsere Arbeit gehen, unsere Pflicht erfüllen. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir erschien das damals als etwas zu wenig. Ich bin aus der Abteilung nach oben auf den Boden gegangen. Auf dem Boden waren zwei Fahnenstangen mit der schwarz-weiß-roten und mit der Hakenkreuzfahne. Weil ich der Meinung war, jetzt müsste man doch die Flaggen hissen. Die Leute waren wie immer. Die lachten und unterhielten sich und waren fröhlich und gut. Ich denke, Leute, es ist Krieg. Für mich war das Horror. Ich habe irgendwie so eine ganz böse Ahnung gehabt, weil ich von den Erzählungen meiner Mutter wusste, wie furchtbar es im Ersten Krieg war. Ich hatte den Eindruck, dass eher wir von denen angegriffen würden und unsere Lage, die also eine Art Verteidigung werden sollte, als dass wir selbst angriffen. Die Nationalsozialisten unternahmen alles, damit die Welt an einen polnischen Angriff glaubt. Der reichsdeutsche Sender in der Grenzstadt Gleiwitz. Am 31. August überfielen ihn SS-Männer in polnischen Uniformen, um einen polnischen Angriff vorzutäuschen. Für diese Aktion gab es nur einen Grund, den Hitler bereits 1938 offen ausgesprochen hatte. Vertrauen war die Ursache, warum ich jahrelang so vom Frieden redete. Es war nunmehr notwendig, das deutsche Volk psychologisch allmählich umzustellen. Das heißt also, bestimmte Vorgänge so zu beleuchten, dass im Gehirn der breiten Masse des Volkes ganz automatisch allmählich die Überzeugung ausgelöst wurde, wenn man das ihm nicht im Guten abstellen kann, dann muss man es in Gewalt abstellen. Hitler wollte den Krieg, schon seit Jahren. Am 25. August steuerte auf seinen Befehl ein Schlachtschiff der Kriegsmarine die polnische Küste an und fuhr die Weichsel hinauf. Das deutsche Schulschiff Schleswig-Holstein läuft zum Besuch der freien Stadt in den Hafen ein. Jubelnd empfangen die Danziger unsere Soldaten von der Kriegsmarine. An Deck fröhliche Matrosen. Unter Deck eine 225 Mann starke Sturmabteilung der Kriegsmarine, bereit für den Angriff. Im Morgengrauen des 1. September macht die Schleswig-Holstein vor der Westerplatte fest, einem polnischen Munitionsdepot mit 210 Soldaten.
Den Deutschen war die Westerplatte bei Danzig seit Jahren ein Dorn im Auge. Auch ein Kamerateam der Wehrmacht postiert sich, bereit, den Angriff zu filmen. Für die Wochenschau. An der Westerplatte sollte der Krieg gegen Polen beginnen. Tatsächlich aber begann er anderswo. Eugeniusz Kołodziejczyk wurde Zeuge des wahren Kriegsbeginns. Damals war er Schüler in der Kleinstadt Wielun, 13 Jahre alt. Mit seinem Vater wollte er am 1. September ins nahe Częstochowa fahren. Frühmorgens, kurz vor 5. Zur selben Zeit starten auf einem Flugfeld nahe der polnischen Grenze deutsche Bomber vom Typ Do-17 und Ju-87, genannt Stuka, der Sturzkampfbomber. Jeder mit 1800 Kilogramm Bombenlast. Der Zweite Weltkrieg begann. Mitten in Wielun wartete Eugeniusz Kołodziejczyk mit seinem Vater. Vor der Bombardierung gab es noch so eine Stille. Irgendwo bellte ein Hund. Eine Straßenlaterne flackerte. Da lief jemand, ein Mann, eine Frau. Und da war so eine Stille. In Wielun lebten damals knapp 16.000 Menschen. Es gab keine Kaserne in der Stadt, keine Waffen, kein Militär. Dieser Kleinstadt näherte sich die Bomberflotte. Weit hatte sie es nicht. Wielun lag nur 21 Kilometer hinter der Grenze. Ich schaute auf die Uhr. Es ist 4.35 Uhr, 4.36 Uhr, 37 Uhr. Und ich sagte, Papa, ich höre was. Flugzeuge. Papa, es fallen Bomben. Schreie. Und es ging los. Da begann die Tragödie. Ich sehe, dass ein paar Meter entfernt ein Mädchen liegt. Auf der Straße. Ich laufe los. Papa sagt, wohin willst du? Aber ich laufe schon. Ich hebe das Mädchen hoch. Es war 5, vielleicht 6 Jahre alt. Schwarze Haare, diese Augen und das ganze Gesicht voll Blut. Sie war vielleicht das erste Opfer des Zweiten Weltkriegs. Ich will nicht den Kampf gegen Frauen und Kinder führen. Ich habe meiner Luftwaffe den Auftrag gegeben, sich auf militärische Objekte bei ihren Angriffen zu beschränken. 1200 Zivilisten, Kinder, Frauen, Männer, starben bei dem Angriff auf Wielun. So begann der Krieg gegen wehrlose Menschen. Und ich dachte, warum musste das geschehen? Ich fragte, Papa, warum? Lass uns darüber jetzt nicht reden. Später, später. Du siehst ja, was hier passiert. Schreie, rufe um Hilfe. Luftangriffe auf Polen waren von der Wehrmachtsführung von vornherein nicht als rein militärische Angriffe geplant, sondern als Terrorangriffe. In den ersten Tagen und Wochen des Krieges in Polen wurden hunderte von polnischen Ortschaften von der deutschen Luftwaffe bombardiert, ganz unabhängig von der Frage, ob sie mit polnischen Soldaten besetzt waren oder nicht. Das heißt, eine Unterscheidung zwischen militärischen und zivilen Zielen fand von vornherein gar nicht statt. Die Westerplatte, das polnische Munitionsdepot an der Ostseeküste bei Danzig. 4.45 Uhr. 5 Minuten nach den ersten Bomben auf Wielun brach auch hier der deutsche Angriff los. Und auf einmal hörte ich so ein Donnern. Ich dachte, es wäre Gewitter. Aber dass man donnert und die Fenster sind auf, mein Vater und meine Mutter liefen hin und her. Und dann sagt mein Vater, siehst du, ich habe recht gehabt, das ist der Krieg. Und dann sprang ich auf, wurde ich wach, sprang aus dem Bett raus und ging ans Fenster. Und dann hörten wir schon dieses Schießen, nicht? Von der Schleswig-Holstein. Stundenlang dauerte der Beschuss. Gefilmt von einem Kamerateam der Wehrmacht. Diese Bilder bekamen die Deutschen im Reich wenige Tage später in der Wochenschau zu sehen. In der knapp 4 Kilometer entfernten Danziger Altstadt machten sich viele Menschen auf den Weg zur Westerplatte.
Sie wollten die Schleswig-Holstein schießen sehen. Noch war der Krieg nur ein Spektakel. Unvorstellbar, dass diese Stadt in wenigen Jahren ein Trümmerfeld sein würde. Zur selben Stunde marschierten Danziger SA- und SS-Einheiten auf, Sturmabteilung und Schutzstaffel der Nationalsozialisten. Monatelang hatten sie sich auf diesen Augenblick vorbereitet. Und sie besaßen lange Listen von Menschen, die sie verhaften sollten. Waltraud Nagel erlebt diesen Morgen in der Stadt. Mein Onkel wurde auch denselben Tag eingesperrt. Er hat bei der polnischen Bahn gearbeitet. Und alles, was bei den Polen gearbeitet hat, das haben sie eingesperrt. Aber er kam nach 6 Wochen raus, dann mein Cousin hat sich zum Militär gemeldet, Deutsche nicht. Und dann kam er raus, aber er hat dann schon nicht mehr lange gelebt. Der konnte gar nicht mehr richtig sprechen. Der war, wie soll ich das sagen, der hatte die Niere kaputt gehabt, den Magen. Und der war so abgemagert und er wollte überhaupt nichts sagen. Die polnische Post in Danzig. Auch die Beamten hier sollten verhaftet werden, weil sie Polen waren. Aber sie wehrten sich und verschanzten sich im Gebäude. Sie hatten sich bewaffnet, einen deutschen Angriff erwartet. 57 Männer und Frauen. Am späten Vormittag begann der Beschuss der Post. Auch das vor laufender Kamera für das heimatliche Publikum. Die Postbeamten verteidigten sich den ganzen Tag lang gegen einen übermächtigen Feind. Noch oft sollten Polen im Zweiten Weltkrieg kämpfen, selbst dann, wenn es keine Chance zum Sieg gab. Am Abend leitete die SS Benzin in den Keller der Post und zündete es an. Danach dauerte es nicht mehr lang. Sechs Menschen waren in der Post verbrannt oder erschossen. Die überlebenden 51 gaben schließlich auf. Die ersten beiden verließen mit einer weißen Fahne die Post. Sie wurden sofort erschossen. Die übrigen 49 einen Monat später. Danzig ist jetzt in der Hand der Nationalsozialisten. Schon am 1. September erklären sie Danzig offiziell zu einem Teil des Deutschen Reiches. Die lange Gasse. Hier rückte die Wehrmacht ein. Tatsächlich begrüßte sie die Mehrheit der Deutschen sehr freudig. Nicht nur für die Kameras. Zur selben Stunde waren schon 1500 Danziger Polen gefangen. Tags darauf kamen viele von ihnen ins KZ Stutthof. In der Stadt kehrte eine gewisse Normalität ein. Das neue Schuljahr begann. Nicht wie üblich am 1. September, sondern einen Tag später. Also den ersten Schultag habe ich so in Erinnerung. Wir hatten die erste Stunde Musik gehabt und unsere Lehrerin kam in die Klasse und begrüßte uns mit hoch erhobener Hand, begrüßte uns, ich grüße die reichsdeutschen Kinder. Wir waren ja vorher Kinder aus der freien Stadt Danzig und jetzt waren wir ja zum Reich angereicht worden. Doch die Westerplatte war noch immer umkämpft. Eigentlich hatte die Wehrmacht hier mit einem Sieg am ersten Tag gerechnet. Nur 210 polnische Soldaten verteidigten sich 7 Tage lang gegen 1500 deutsche Angreifer. Die Westerplatte und die Danziger Post sind bis heute in Polen Symbole des ungebrochenen Willens zur Verteidigung gegen den deutschen Überfall. Bydgoszcz, zu Deutsch Bromberg. Vor dem Ersten Weltkrieg, vor der Wiedergründung Polens, gehörte die Stadt zum Deutschen Kaiserreich. Danach blieb hier eine große deutsche Minderheit. 9000 Deutsche unter 100.000 Polen. In den 30er Jahren verschlechterten sich die Beziehungen zwischen Deutschen und Polen in Bydgoszcz. Viele Deutsche wollten mit der Stadt heim ins Reich. Noch heute steht in der Innenstadt eine Fassade aus dieser Zeit. Mit Symbolen, die Hakenkreuzen ähnlich sind. Am 3. September waren polnische Truppen auf dem Rückzug durch die Stadt, auf der Flucht vor der Wehrmacht. Was nun geschah, wurde später Bromberger Blutsonntag genannt und ist bis heute umstritten. Es gibt 2 Versionen, unvereinbare Versionen. Da ging es im Galopp und im Laufschritt und die polnischen Offiziere versuchten da ihre Truppen in Ordnung zu halten und gaben Warnschüsse in die Luft ab aus ihren Pistolen. Und nachher stellte sich raus, verbreitete sich dann das Gerücht, die Deutschen in Bromberg schießen auf polnische Soldaten.
Aus heiterem Himmel begann die Schießerei. Ohne Grund. Sie schossen auf die Soldaten, auf die polnische Bevölkerung. Aus den Gärten, aus den Häusern schossen die deutschen Zivilisten, die Angehörigen der deutschen Minderheit in Bydgoszcz. Das ist absolut unwahr. Es hat keine Waffen in deutscher Hand gegeben. Die deutschen Jagdpächter mussten ihre Jagdwaffen schon im April 39 spätestens beim Landrat abliefern, damit kein Unheil geschehen konnte. Und das war also auch völlig absurd. Bei uns wäre niemand auf die Idee gekommen, den polnischen Soldaten auf dem Rückzug da was anzutun. In der Orla-Straße traf ich unsere Soldaten. Denen habe ich einen Garten gezeigt, aus dem Deutsche schossen. Sofort liefen sie dahin und kurz danach führten sie drei Männer ab. Die trugen polnische Rotkreuz-Uniformen. Ich sage zu ihnen, hört mal, das sind doch Polen. Nein, das sind keine Polen, das sind Deutsche. Ich glaubte es nicht, also lief ich ihnen hinterher. Hinter den Teichen gab es da eine Müllhalde. Dort begannen die polnischen Soldaten die Männer zu erschießen, einen nach dem anderen. Der erste schrie, dass er Pole sei. Der zweite schwieg. Der dritte streckte die Hand aus und rief: Heil Hitler! Es waren Deutsche. Es ist unklar, wie viele Deutsche in diesen Tagen ermordet wurden. Seriöse Schätzungen gehen von bis zu 300 Opfern aus, in Bromberg, und von 4.500 in ganz Polen. Professor Richard Kaczmarek ist einer der führenden Historiker zum Thema Polen im Zweiten Weltkrieg. Er lehrt an der Universität Katowice und hat auch Bromberg erforscht. Die Berichte über die Ereignisse widersprechen einander komplett. Uns fehlen richtige Beweise. So fällt es schwer, ein endgültiges Urteil zu fällen. Meiner Meinung nach können beide Versionen zutreffen, solange wir keine unabhängigen Quellen finden, die uns ermöglichen, klar zu beurteilen, was wirklich geschah. In London herrscht noch Frieden. Obwohl Großbritannien mit Polen einen Beistandspakt geschlossen hatte. Wird Polen angegriffen, müssen die Briten helfen. Am sogenannten Bromberger Blutsonntag, am 3. September 1939, trat der britische Premierminister Neville Chamberlain vor ein Radiomikrofon. I have to tell you now that no such undertaking has been received and that consequently this country is at war with Germany. We and France are today in fulfillment of our obligations going to the aid of Poland who is so bravely resisting this wicked and unprovoked attack upon her people. Frankreich zog wenige Stunden später nach. Auch Premierminister Edouard Daladier erklärte Deutschland den Krieg, wie in einer Beistandsverpflichtung mit Polen vereinbart. Die Hoffnungen, die Polen auf Paris und London setzten, waren groß. Sie sollten schwer enttäuscht werden. Polen war nicht darauf vorbereitet, sich alleine gegen Deutschland zu verteidigen. Polen war auf einen Koalitionskrieg vorbereitet, also darauf, dass 15 Tage nach der Kriegserklärung Frankreichs und Englands eine Großoffensive im Westen starten würde. Das Ziel Polens war es, eine möglichst große Anzahl deutscher Armeen zu binden. Sogar um den Preis riesiger Verluste und des Durchbruchs der Wehrmacht sollten so viele deutsche Soldaten in Polen aufgehalten werden, damit England und Frankreich ungehindert angreifen und nach Berlin kommen konnten. Als England und Frankreich Deutschland den Krieg erklärten, gab es einen enormen Enthusiasmus. Unser Kampfgeist wuchs sofort. Der Glaube, dass jeden Augenblick von Westen die französischen Truppen losstürmen und dass der Krieg einen völlig anderen Verlauf nehmen werde. Es gab Gerüchte, dass französische Flugzeuge bereits über dem Bodensee nach Polen unterwegs seien, dass jeden Augenblick der Angriff von der Maginot-Linie Richtung Deutschland erfolgen werde, dass alles auf einem guten Weg sei. Bilder aus Warschau vom 3. September 1939. Die Menschen feiern die Briten und Franzosen. Sie ziehen zu den Botschaften. Und zum Amtssitz des polnischen Außenministers, Josef Beck. Die zentrale Persönlichkeit der polnischen Regierung. Er verbreitet Zuversicht. Briten und Franzosen hatten den Deutschen den Krieg erklärt. Sie müssen jetzt angreifen. Sie werden Polen helfen. Doch in London denkt niemand an einen Angriff. Schutz des eigenen Landes. Sicherung vor Luftangriffen heißt die Devise.
Die Furcht vor deutschen Bomben ist groß. Kinderlandverschickung schon Anfang September 1939. Zehntausende verlassen die Städte. Zum Angriff ist Großbritannien nicht bereit. Nach wie vor ist das Trauma des Ersten Weltkrieges allgegenwärtig. Und die europäischen Regierungen haben einen Horror davor, einen Krieg vom Ausmaß des Ersten Weltkrieges nochmal auf sich zu ziehen. In Frankreich marschieren mehr und mehr Soldaten an der Grenze zu Deutschland auf. Sie verschanzen sich in der Maginot-Linie. Hunderte Kilometer Bunkersysteme, gebaut gegen einen deutschen Angriff. Und auch die Franzosen greifen nicht an. Wir hatten erwartet, dass wir sofort Hilfe von unseren Verbündeten bekommen. Leider war das eine Illusion. Sie haben Polen im Stich gelassen. Und hier begann eine völlig andere Epoche. Die Zeit, in der wir aufgewachsen waren, ging am 1. September 1939 zu Ende. Jetzt begann das Ringen um die Existenz, der Kampf ums Überleben. Und dabei blieb Polen allein. Im Westen geschah nichts zu seiner Hilfe, obwohl Frankreich 5 Millionen Mann mobilisiert hatte. Denen standen nicht einmal halb so viele deutsche Soldaten gegenüber. Schon bald zeigte die deutsche Propaganda, wie wenig ernst sie die Westfront nahm. Lautsprecher werden in Stellung gebracht, mit denen für die französischen Soldaten Musikstücke, unterbrochen von Nachrichten und Mitteilungen in ihrer Muttersprache, übertragen werden. Die Musik aus den deutschen Lautsprechern lockt die Franzosen aus ihren Bunkern. Sie tanzen. Sie kämpfen nicht. Eigentlich sympathisch. Wäre hier nicht eine Chance vertan worden. Eine Chance, die viele Millionen Menschen hätte retten können. Wenn Polens Verbündete ihre 3000 Panzer nicht nur zur Grenze gefahren hätten. Wenn sie sie auch eingesetzt hätten. Wenn Franzosen und Briten angegriffen hätten. Alles wäre anders gekommen. Mit Sicherheit. Wir wissen doch, wie das Kräfteverhältnis auf beiden Seiten war. Deutschland war 1939 absolut nicht auf einen Krieg an zwei Fronten vorbereitet. Wir können davon ausgehen, dass ein Zwei-Fronten-Krieg zur Niederlage Deutschlands geführt hätte. Eine deutsche Niederlage? Schon Ende 1939? Vielleicht Anfang 1940? Der Krieg, den Deutschland angefangen hatte, sollte noch fast 6 Jahre dauern und 60 Millionen Menschenleben kosten. Zurück nach Bydgoszcz, Bromberg. 2 Tage nach dem Blutsonntag marschierte die Wehrmacht ein, über die Danziger Straße. Die polnische Armee hatte sich zurückgezogen. Die polnischen Einwohner waren ohne Schutz. Ich habe die Tür aufgemacht und angefangen zu schreien, hoch leben die Engländer. Dann bekam ich einen Schock, denn die Gewehre wandten sich in meine Richtung und ich hörte, Hände hoch. Da begriff ich, dass es Deutsche waren. Dann waren wir natürlich erleichtert, dass hier irgendwelche Gefahren jetzt von uns genommen waren. Und ich bin gleich zu dem hingelaufen, habe den begrüßt. Er war ganz platt, dass er hier von einem Deutschen empfangen wurde. Ja. Und tja, dann war für uns sozusagen eine vorübergehende Befreiung. Nicht so für die Polen. Jeder, der verdächtigt wurde, an dem Massaker gegen die Deutschen beteiligt gewesen zu sein, wurde verhaftet. Wehrmacht, SD und SS erschossen in diesen Tagen mindestens 400 Polen. Willkürlich. Ohne Prozess. Geiseln werden genommen zur Strafe für den Angriff auf deutsche Soldaten. Ich war Zeuge der ersten Geiselerschießung auf dem Marktplatz vor dem Museum. Und da war ein Lautsprecherwagen aufgefahren, der hatte eine Rede von Hermann Göring in einem Rüstungsbetrieb übertragen. Und ein Musikchor war da, die es aus einem Platzkonzert gab. Und dann sah ich, wie da ein LKW vorfuhr, mit Netzen bespannt und sah, für uns gleich leicht erkennbar, polnische Zivilisten auf dieser Ladefläche.
Sie führten ungefähr 20 Männer herbei und stellten sie vor die Museumsmauer. Dort standen sie sehr lange. Schließlich machte sich der Exekutionstrupp bereit. Und da stand ein Polizeikommando in grünen Uniformen, so im Halbkreis um die herum. Und auf einmal gab es dann das Feuerkommando. Auf Befehl fielen die Schüsse. Und das war's. Knapp 20 Geiseln wurden da erschossen. Und das war natürlich für mich als 16-Jähriger ein Schock, sowas mal erleben zu müssen. Und habe gemacht, dass ich wegkam. Sie haben diese Schau mit Absicht veranstaltet. Es waren ja viele Menschen auf dem Marktplatz. Die Deutschen wollten, dass wir Polen sehen, was auf uns zukommt. Was auf sie zukommt. Besonders für die Juden in Polen sollte der deutsche Überfall zur Katastrophe werden. Ihr Tod war Hitlers Ziel. Im Januar 1939 hatte er es angekündigt. Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. Und 7 Monate später hatte er ein Land überfallen, in dem 3 Millionen Juden lebten. Mit einer Armee, in der eine eindeutige Meinung über Juden herrschte. In Direktiven, die vor dem Angriff den Soldaten verlesen worden waren, wird tatsächlich darauf abgezielt, dass gerade den polnischen Juden nicht zu trauen sei, dass von ihnen eine Gefahr für die Truppe ausgehen würde. Die Briefe der Soldaten und die Kriegstagebücher sind gespickt von antisemitischen und antislawischen Vorurteilen. Polnische Juden werden als schmierig und dreckig bezeichnet. Es wird vermutet, dass die polnischen Juden die Trinkwasservorräte, auf die die Wehrmacht angewiesen ist, vergiftet. Sie werden als hinterhältig und meuchlerisch bezeichnet und generell einer niedrigeren Lebensstufe zugeordnet. Pultusk, eine Kleinstadt nördlich von Warschau. Ort eines der Verbrechen, die aus dem Judenhass hervorgingen. Heute leben keine Juden in Pultusk. 1939 waren es mehr als 800. Von Wehrmachtssoldaten wurden sie über den Narew getrieben. Frauen und Kinder durften über die Brücke. Männer mussten schwimmen, durften aber nicht an Land. Schwammen hin und her bis zum Ertrinken. Die Soldaten schossen von der Brücke auf sie. Niemand weiß, wie viele Menschen hier ertranken oder erschossen wurden. Eines von unzähligen Verbrechen an Juden in Polen. Wenn deutsche Truppen anrückten, änderte sich in den Städten für die Juden alles. Sie wurden zu Freiwild, nicht nur für Soldaten. Beim Einzug in Lodz wurden die Truppen von der volksdeutschen Bevölkerung mit großem Jubel empfangen. Das ist mir Erinnerung, dass diese Volksdeutsche, die eigentlich immer so schön still saßen, plötzlich haben sie diese Möglichkeit bekommen, die Macht in der Hand bekommen und haben es so unmenschlich missbraucht. Unter diesen Menschen lebte Sally Perel, ein Jude aus Deutschland geflohen. Die Nationalsozialisten waren ihm gefolgt. Ich habe viel gesehen, wie Juden verprügelt wurden, das habe ich alles mitbekommen. Und das war das Schicksal aller Juden, so ähnlich. Man hat abgewartet, die ganz Frommen verließen sich auf Gott. Kann doch nicht sein, dass Gott uns verlässt. Haben immer noch mehr gebetet wie früher. Weil Juden verlassen sich auf ihren Gott. Und wurden nachher eigentlich so enttäuscht. Mitte September 1939 standen bereits 1,5 Millionen deutsche Soldaten in Polen. Und an der Grenze lagen weitere Divisionen. Ein endloser Zug von Menschen, Fahrzeugen, Waffen strömte ins Land. In mehreren starken Angriffskeilen durchbrach die Wehrmacht die polnischen Linien und rückte auf das Zentrum des Landes vor. Polen mobilisierte die letzten Kräfte. Schließlich kämpften 1,3 Millionen polnische Soldaten an den Fronten. In diesem sommerlichen September 1939.
Die Märsche waren sehr lang. Junge Männer, beladen mit schweren Gewehren, beladen mit Munition, beladen mit der ganzen Ausrüstung. 40 Kilometer im Eiltempo. Das war hart. Jeden Tag 30, 40 Kilometer. Und zwar im knöcheltiefen Staub. Das war für uns alle das Schlimmste. Wir hatten nichts zu trinken. Denn es hat immer geheißen, die polnischen Brunnen sind alle vergiftet. Rechts und links der Straße niedergewalzte polnische Fahrzeuge, auch noch verwundete, Tote vor allem, lagen auch da. Es war ein furchtbarer erster Eindruck. Ich habe noch den Geruch, den Brandgeruch der Dörfer gemischt mit dem Geruch von toten Pferden. Das ist alles sehr, sehr deutlich. Man verliert sich ganz. Während des Kampfes gehen alle menschlichen Instinkte verloren. Der Mensch wird zur Maschine. Er schießt nur, um zu töten. So sieht die Wahrheit aus, auf beiden Seiten. Es ist schrecklich. Bin ich in einer MG-Gabe gewesen, wo das Halstuch war durchschossen und der Ärmel war durchschossen, Ein- und Ausschuss, 10 Zentimeter auseinander. Und ich war kalkweiß und hab geguckt, alles noch dran. Ne? Während eines Angriffs riss ein Geschoss einem Soldaten den Kopf ab. Ich erinnere mich daran. Er lief noch 10 Meter ohne Kopf, bis er fiel. So ist der Krieg. Es geht nur darum, möglichst viele Feinde zu erschießen und nicht in Gefangenschaft zu geraten. Da kam im Straßengraben ein polnischer Soldat mit erhobenen Händen uns entgegen. Und der Leutnant zog die Pistole und erledigte ihn. Und die da drauf saßen, die hatten kein besonders gutes Gefühl. Und als bei dem Angriff auf das Dorf dann dieser Leutnant als einziger fiel, dann war eigentlich für alle die Welt wieder in Ordnung. Sie wurden in eine Decke oder eine Zeltbahn eingehüllt und dann wurde das Grab ausgehoben. Und man hielt auch immer noch an dem Brauch fest, dass über das Grab eine Salve geschossen wurde. Und dann wurde der Hügel zugemacht und ein Kreuz aus Birkenholz da drauf gesetzt. Und da stand dann Name und Truppenteil des Gefallenen. Fünf Monate vor dem Überfall feierte Hitler in der Reichshauptstadt seinen 50. Geburtstag. Dazu ließ er die Armee aufmarschieren, die er sich geschaffen hatte. 100.000 Soldaten hatte Deutschland 1933, als Hitler an die Macht kam. 6 Jahre später waren es 4,5 Millionen. Wenige Tage vor seinem Geburtstag hatte Hitler dem Oberkommando der Wehrmacht befohlen, den sogenannten Fall Weiß vorzubereiten, den Angriff auf Polen. Mit der größten, stärksten und modernsten Armee Europas. Im März 1939 hatte Hitler seine Truppen schon einmal eingesetzt, ohne einen Schuss abzufeuern. In Prag. Die Wehrmacht besetzte die Stadt und den tschechischen Teil der Tschechoslowakei. Er wurde zum deutschen Reichsprotektorat Böhmen und Mähren. Jetzt verstand Europa, dass Hitler mit Verhandlungen nicht beizukommen war, dass er auf Kriegskurs war.
In Warschau beobachteten die Polen die deutsche Expansion mit Sorge. Auch die immer schärferen Forderungen Deutschlands nach Danzig und nach Teilen Westpolens. Anfang Mai tagt der Sejm, das polnische Parlament. Außenminister Josef Beck spricht zu den Abgeordneten und zum ganzen Volk. Polen war bereit, sich gegen Deutschland zu verteidigen. Dabei unterschätzten die polnischen Politiker die Gefahr und überschätzten ihre Möglichkeiten. Ebenso wie das polnische Militär. Die Stimmung bei uns im polnischen Militär war sehr enthusiastisch. Wir waren doch so erzogen worden, dass das polnische Militär stark sei. Wir würden, wie es Minister Beck sagte, nicht einmal einen Knopf abgeben. Wir jungen Offiziersanwärter waren überzeugt, dass wir auf jeden Fall starken Widerstand gegen die Deutschen leisten würden. Doch die polnische Armee ist von Anfang an viel zu schwach, um allein gegen die Deutsche bestehen zu können. Nicht einmal halb so viele Soldaten, nicht einmal halb so viele Waffen. Und sie war nicht auf dem neuesten Stand. Jahrelang war die Modernisierung vernachlässigt worden. Vor lauter Selbstvertrauen. Das Kriegsfotoalbum des Gebirgsjägers Franz Schall. Er erlebte, mit welcher Geschwindigkeit die deutsche Armee durch die Reihen der polnischen brach. Es hat ihn fast das Leben gekostet. Und wieder geht's durch die polnischen Weiten. Und Sie müssen sich vorstellen, von oben runter hab's geschossen. Die Polen waren vollkommen überrascht. Die sind dann da vorne und haben auf uns geschossen. Die sind mit ungefähr 80 Kilometer schießend und schreiend, Tote und so weiter, waren haufenweise da. Sind wir dann in einer Sturmfahrt nach Lemberg gefahren. So schnell war die Sturmfahrt, dass die Gebirgsjäger bald weit jenseits der Front standen, auf ihrem Weg nach Lemberg. Plötzlich befanden sie sich allein im Osten, abgeschnitten von der Hauptstreitmacht. Lemberg, die größte Stadt Ostpolens, wurde von starken Einheiten verteidigt. Aber Franz Schall sollte nie nach Lemberg hineingelangen. Schon vor der Stadt kamen er und seine Kameraden nicht weiter. Auf die Sturmfahrt folgt der Stellungskrieg, draußen, auf den Feldern. Neben dem Gewehr war der Spaten das wichtigste Instrument, das wir gehabt haben. Wir haben uns da fast jeden Tag eingraben müssen. Jeden Tag hast du dir ein Loch geschaufelt und hast dich reingelegt. Und es war ein ewiger Angriff und Gegenangriff. In kleinen Gruppen haben wir dann immer wieder verstreut und dann, wie es gelang, weiß ich, immer wieder waren wir dann wieder beisammen. Und dann ging es wieder los. Und wir sind wirklich fast zur gleichen Zeit in die Höhe gegangen, der Pole und ich. Ich habe ihn getroffen, er ist umgefallen und er hat mich getroffen. Ich habe plötzlich gedacht, Donnerwetter, was ist denn jetzt los? Ist der Flut runtergelaufen, ist ganz warm, ist es da drin geworden. Denn ich hatte einen Lungenschuss, Hals- und Lungenschuss. Und hat mich in einen großen Graben gelegt mit vielen anderen Kameraden zusammen. Wir waren da drin, einer mit Kopfschuss. Der hat immer gebrüllt. Wir haben gedacht, mein Gott, wir wollen doch nicht, dass die Polen wissen, dass wir da drin liegen in dem Graben. Und ist langsam immer leiser geworden, bis er eben dann Gott sei Dank in der Beziehung tot war. Und wir hörten plötzlich Panzer rasseln. Den Panzer kennt man ja. Ist ein ganz besonderes Geräusch, wenn die kommen. Donnerwetter, jetzt kommen unsere Panzer. Jetzt sind wir erlöst. Es war die Stalingarde, diese Elitetruppe von denen, Stalin, die da mit uns zusammengekommen sind. Die haben uns rausgeschlagen, haben uns gerettet. Ein deutscher Soldat von Stalins Roter Armee gerettet. In Polen. Wie war das möglich? Im Moskauer Kreml war nur eine Woche vor dem Überfall auf Polen ein deutsch-sowjetischer Nicht-Angriffspakt geschlossen worden. Außenminister von Ribbentrop unterzeichnete unter Stalins Augen für Deutschland. Außenminister Molotow für die Sowjetunion. In einem Geheimprotokoll einigten sich beide, Polen zu zerschlagen. Hitler musste die Sowjetunion nicht mehr fürchten bei seinem Angriff auf Polen. Der Überfall war ein leichtes Spiel. Diese Augusttage, die letzten Tage des Friedens, verbrachte Hitler in seinem Berghof auf dem Obersalzberg. Dort traf er die Vorbereitungen für den Überfall und schwor die Generäle auf seinen Kurs ein.
Hitler hatte am 22. August 1939, also am Abend vor der Unterzeichnung des Hitler-Stalin-Paktes, sämtliche für den Angriff auf Polen vorgesehenen Befehlshaber der Wehrmacht zu sich auf den Obersalzberg gerufen. Er machte deutlich, dass es ihm nicht nur um die Erreichung einer bestimmten strategischen Linie ging, sondern um eine Zerschlagung Polens als Staat. Am 17. September 1939 fiel die Rote Armee in Ostpolen ein. Es war ein Sonntag. Ein massiver Angriff, dem die polnischen Truppen kaum etwas entgegenzusetzen hatten. Wir winkten, als sich am Himmel die ersten Flugzeuge mit Sowjetstern zeigten. Wir glaubten ja, dass sie uns zu Hilfe kommen. Aber diese Täuschung war von sehr kurzer Dauer. In der Nähe des Ortes Grudek-Wowinski erwischten uns die sowjetischen Flugzeuge. Es waren etwa 40. Sie schossen mit Maschinengewehren auf uns. Wir waren auf fast freiem Gelände und sie flogen 10, 20 Meter über unsere Köpfe. Sie warfen auch Handgranaten auf uns. Das war das Ende unserer Illusionen, was die Sowjetunion anging. Gemeinsame Parade der Roten Armee und der Wehrmacht am 19. September in Brest-Litowsk. Keine zwei Jahre später wird Deutschland auch die Sowjetunion überfallen. Vom Propagandaministerium in Berlin sollten die Deutschen im Reich erfahren, was in Polen geschah. Doch das hatte mit der Realität nichts zu tun. Man war Lügen ausgesetzt. Nicht einmal über die Länge des Krieges in Polen wurde die Wahrheit gesagt. Er dauerte 36 Tage. Nach 18 Tagen Krieg konnte das Oberkommando der Wehrmacht melden, der Feldzug in Polen ist beendet. Der Oberbefehlshaber des Heeres, Generaloberst von Brauchitsch, zeichnet besonders verdiente Soldaten aus. Man war alles in allem voller Stolz über die erzielten Erfolge der Wehrmacht in Polen. Und die alten Soldaten sagten, ja, denk mal dran im Ersten Weltkrieg, was das für Menschenleben gekostet hat. Und der Hitler hat es fertig gebracht, mit nur wenig Toten und einigen Verwundeten diesen Krieg zu gewinnen. Im Reich veränderte sich das Leben. Deutschland war im Kriegszustand mit Großbritannien und Frankreich, auch wenn die Waffen noch schwiegen. Die Hitlerjugend bei der Arbeit, um die Skulpturen des berühmten Pergamonaltars gegen Luftangriffe zu schützen. Unsere Flak sichert den deutschen Luftraum. Das war spannend für uns als junge Leute, aber hat uns damals noch nicht so furchtbar aufgeregt. Es lief alles weiter, es war ja auch ungestört, es gab noch keine Bomben und Geschützdonner hat man natürlich auch nicht gehört hier in Berlin. Also da hatte sich erstmal gar nichts verändert. Noch einmal konnten die Berliner einen sonnigen September genießen. Noch forderte der Krieg ihnen wenig ab. Und das Wenige mahnte die Propaganda mit ihrer Art Humor an. Da, ein Hamster. Donnerwetter, was der Bursche alles zusammengeschleppt hat. Und hier ein Stadthamster. Hallo! Ja, Sie! Sie sollten sich was schämen. Solche Volksschädlinge muss man rücksichtslos anprangern. Sie haben ein für alle Mal zu verschwinden. Vom Danziger Flughafen aus flog Hitler am 19. September über Polen. Ein gefahrloses Unternehmen. Die polnische Luftwaffe gab es zu diesem Zeitpunkt nicht mehr, auch kaum noch Flugabwehr. Einem Ziel aber konnte sich Hitler nur mit dem Wagen nähern: Warschau. Noch verteidigten polnische Truppen ihre Hauptstadt. Für die Deutschen war klar, da die Polen ihre Hauptstadt verteidigen, sind sie selbst schuld, wenn sie bombardiert werden. Das Kriegsrecht deckt diese Perversion. Wer sich gegen einen Angriff verteidigt, darf getötet werden. Die polnische Regierung hatte Warschau schon verlassen. Nach Rumänien. Zurück blieben Zivilisten und Soldaten. In der brennenden Stadt. Die Angriffe wurden immer stärker. Es kamen immer mehr Flugzeuge. Sie warfen immer mehr Bomben ab. So ging es bis zum 25. September. Das war dann der Höhepunkt, der schlimmste Tag.
Ich glaube, es war ein Montag. Wir nannten ihn den jüngsten Tag. So klang das, ja. Und das nächste Flugzeug kam runter und heulte auch so. Und noch eins, und noch eins, und noch eins. Es war klar, wenn es heult, heißt es, dass gleich die Bomben fallen. Im Sturzflug warfen sie die Bomben ab. Unter den riesigen Trümmern lag eine Frau. Wir konnten nur ihren Kopf sehen und ihre Schulter. Sie weinte schrecklich. Sie rief, dass wir sie retten, sie ausgraben sollen. Aber wir konnten gar nichts tun. Alles wäre eingestürzt. Ich war Zeuge, wie eine Fliegerbombe fiel. Sie fiel neben eine Straßenbahnhaltestelle. Sie explodierte. Sofort hingen da in einem Baum menschliche Körperteile. Därme, ein Bein. Ich weiß nicht mehr genau, was sonst noch. Alles zerfetzt auf diesem Baum. Zerfetzt, ein schrecklicher Anblick. Daher kam der Hass. Der Hass auf die Truppen, die uns angegriffen hatten. Am 28. September 1939 kapitulierte Warschau. Nachdem in der Stadt 31.000 Menschen umgekommen waren und mehr als 30.000 verwundet. Ich konnte mich mit der Kapitulation nicht abfinden. Wir alle waren verzweifelt, alle weinten. Wir konnten es nicht begreifen, dass wir die Unabhängigkeit verloren hatten, dass Besatzungstruppen jetzt in Warschau einmarschierten. Danach kämpfen Teile der polnischen Armee noch bis zum 6. Oktober. Dann gingen 700.000 Mann in deutsche Kriegsgefangenschaft und 230.000 in sowjetische. Das bedeutete Zwangsarbeit, Hunger, Tod. 66.000 polnische Soldaten waren gefallen, mehr als 130.000 verwundet. Die Wehrmacht hatte der Krieg 10.000 Tote und 30.000 Verwundete gekostet. Deutschland und die Sowjetunion teilen Polen nun auf, wie vor dem Krieg vereinbart. Im Westen annektierte das Deutsche Reich große Teile Polens. Deutsche kamen nun als Siedler in die besetzten Gebiete. Neuer Lebensraum, wie es Hitler seit 20 Jahren gefordert hatte. Bevor die deutschen Siedler eintrafen, waren die Polen, die hier gelebt hatten, brutal vertrieben worden. Generalgouvernement nannten die Nationalsozialisten nun den Teil Polens, der ihre Kolonie wurde, mit Krakau als Hauptstadt. Auf einem Hügel über der Stadt thront der Wawel, der alte polnische Königspalast. Ein Gebäude, das wie kein anderes die polnische Geschichte symbolisiert. Die Nationalsozialisten kannten diese Bedeutung, als sie hier ihre Machtzentrale einrichteten. Sie wollten sich als die Neuen, die absoluten Herrscher über Polen zeigen. Allen voran Hans Frank, der Generalgouverneur. Für seine Verbrechen sollte er 1946 gehängt werden. Das Ziel war die totale Ausbeutung und Unterjochung der Polen. Polnische Kinder sollten nicht weiter zählen können als bis 500. Die polnische Bevölkerung galt in den Augen der deutschen Besatzer als ein billiges und williges Arbeitskräftereservoir. Zugleich sollten gebildete Polen ermordet werden, um keinen Widerstand zu leisten. In der Aula der Universität Krakau wurden am 6. November 1939 insgesamt 183 Menschen verhaftet. Professoren und deren Mitarbeiter. Viele starben in den folgenden Wochen. Professor Jan Nowak, nach 3 Monaten KZ freigelassen, wenige Tage später an den Folgen der Haft gestorben. Ebenso Professor Stefan Kowalczkowski. Ab November wurden die Juden in Ghettos gesperrt. Abgeriegelte Bezirke, wie hier in Warschau, wo Hunger und Elend herrschten. Wer das Ghetto überlebte, den ermordeten die Nationalsozialisten später im KZ. Viele versuchten zu fliehen, aber nur sehr wenigen gelang es. Wir mussten unsere Eltern verlassen,
Meine Eltern bestanden darauf, ihr sollt gehen. Und ich kann mich auch erinnern an die Abschiedsszenen, das war herzerreißend, aber besonders war für mich wichtig, was mein Leben bis heute prägt, die Abschiedswörter meiner Eltern, bevor wir Lodz verließen. Du musst gehen, weil du sollst leben. Das waren die Abschiedswörter meiner Mutter. Meine Mutter wurde vergast in diesem Lastwagen. Schlimm. Und hat auch kein Grab. Und mein Vater starb kurz vor dem Einmarsch der Roten Armee an Hunger und Krankheit. Die deutsche Besatzung dauerte 5 Jahre. Eine Zeit der Erniedrigung, Ausbeutung und Zerstörung. Mehr als 5 Millionen Polen fielen ihr zum Opfer. Darunter fast alle 3 Millionen polnische Juden. Eine Zeit des blanken Terrors. Begonnen hatte sie am 1. September 1939, an einem Freitag vor 70 Jahren. All das schürte einen immer größeren Hass auf die Deutschen. Sie provozierten es. Sie machten Razzien auf den Straßen. Sie nahmen unschuldige Menschen fest. Sie erschossen Menschen auf der Straße. Das war der Alltag. Und das rief unseren Willen zum Widerstand hervor. Widerstand. Die Polen leisteten Widerstand. Sie kämpften, trotz riesiger Verluste. Noch ist Polen nicht verloren, solange wir leben, heißt es in der Nationalhymne. Am Ende war es auch dieser Widerstand, der Deutschland besiegte und Polen befreite. Fielen auf die Knie, flehten die Soldaten an. Was haben wir euch getan? Bitte vergebt uns. Wir haben niemandem ein Unrecht getan. Wofür wollt ihr uns so hart bestrafen? Ich sah, dass einige junge Soldaten Tränen in den Augen hatten, als wir da auf unseren Knien flehten. Das Kommando gab der Offizier, der Polnisch sprach. Er hatte so ein Stöckchen und er schrie, Feuer! Wir fanden, dass das keine Menschen mehr waren. Es ist schwer, davon zu erzählen, daran zurückzudenken. Wer konnte, floh aus dem Dorf. Andere verbargen sich in ihren Häusern. Aber die Deutschen schossen auf die Häuser, steckten das ganze Dorf in Brand. Am nächsten Tag wagten sich die ersten Geflohenen zurück. Unter ihnen auch Jacek Maklis. Damals sah ich Dinge, über die ich schwer sprechen kann. Dort lag Pietschak, ein Nachbar, erschossen durch eine Kugel in den Hinterkopf. Er war zur Hälfte verbrannt, denn er war auf die Schwelle seines Hauses gefallen. Als das Haus brannte, wurde er gebacken. Mein Schulfreund, Stasiu Jędryszak, lag hinter einem Zaun im Kartoffelfeld, ohne Kopf. Er hatte nur noch das rechte Ohr dran, ein Stück Hals und den Rumpf. Mord an polnischen Zivilisten. Die deutsche Propaganda erklärte die Opfer zu Tätern. Eine der ersten Aufgaben ist die Säuberung der Ortschaften von dem verhetzten polnischen Mob, der von der polnischen Regierung zum hinterhältigen Freischälerkampf gegen die deutschen Soldaten aufgestachelt wurde. Im Lesesaal des Deutschen Historischen Instituts in Warschau. Der Historiker Dr. Jochen Böhler erforscht die Einsätze der Wehrmacht in Polen, auch den in Torzeniec. Torzeniec ist nur ein Beispiel für hunderte weitere, die sich in Polen 1939 ereigneten. Was allen Fällen gemeinsam ist, dass bei einer nachträglichen Untersuchung der Ereignisse keine Schuldigen gefunden werden konnten. Das heißt, was
nach Abklingen der Schießerei passiert ist, dass aus der Bevölkerung wahllos Männer herausgegriffen werden, die für den vermeintlichen Überfall verantwortlich gemacht werden. Die Opferzahlen, die im September 1939 zu verzeichnen sind, gehen in die Tausende. Berlin, am Morgen des 1. September 1939. Es war sonnig und warm. Als die Soldaten dann weitergefahren sind, sagten wir, die sind ja komisch. Die kommen extra von so weit her, um zu sehen, ob wir Schulkinder saubere Hände haben. Wie an jedem 1. Septemberwochenende feiert Mikojin das Fest des heiligen Egidius. Es ist das wichtigste christliche Fest in der Gegend, nach Weihnachten und Ostern. Aus der ganzen Umgebung pilgern die Menschen hierher. Ein Ablassfest. Sünden werden gebeichtet und vergeben. Die Soldaten fuhren nach Mikojin rein, Richtung Kirche. Da rief ihnen ein mutiger Mann auf Deutsch zu: Ja, seht ihr denn nicht, dass hier ein Kirchenfest ist, eine Prozession? Was ist denn mit euch los? Wir haben Krieg, schrie ein Soldat zurück. Ja, könnt ihr mit eurem Krieg nicht bis morgen warten? Heute ist unser Fest. Und tatsächlich hielten die Deutschen an. Sie warteten, bis die Pilger in die Kirche gingen. Es sollte das letzte Fest des heiligen Egidius in Mikojin werden. Für 5 lange Jahre. Nur wenige Stunden später lernten die Menschen das wahre Gesicht des Krieges kennen. Das wahre Gesicht des Feindes. Meine Mutter hatte Angst. Deshalb gingen wir über die Felder zu den Großeltern ins Dorf Toženiec. Es hieß nämlich, dass die Deutschen bestimmt nicht nach Toženiec kommen, durch die Wälder. Es gab hier ja keine Straßen, nur Feldwege. Edward Nikodym war damals 10 Jahre alt und lebte in Toženiec mit seinen Eltern und seinem Großvater Iji. Ale dziadek mówi tak. Mein Großvater sagte, die Deutschen werden nur durchmarschieren. Die werden uns nichts tun. Wir haben denen ja auch nichts getan. Und wohin sollten wir auch fliehen? Mein Vater war ja eingezogen und wir blieben zu Hause. Alle in Sorge, was wird passieren, was wird passieren. Der erste Tag dieses Krieges ging zu Ende. Nachts fielen Schüsse am Dorfrand. 3 deutsche Soldaten des Infanterieregiments 41 starben. Bis heute ist ungeklärt, wer geschossen hatte. Die Folgen waren verheerend. Die Deutschen trieben alle mitten im Dorf zusammen. Dann las ein Offizier den Befehl vor, auf Polnisch. Für das Leisten von Widerstand wird die ganze Dorfbevölkerung erschossen. Und hier waren 18 Menschen wybranych. Sie wählten aber 18 Männer aus, jeden zweiten aus unserem Dorf, für die Erschießung. Ich hielt meinen Großvater. War nur eine Woche vor dem Überfall auf Polen ein deutsch-sowjetischer Nicht-Angriffspakt geschlossen worden. Außenminister von Ribbentrop unterzeichnete unter Stalins Augen für Deutschland, Außenminister Molotow für die Sowjetunion. In einem Geheimprotokoll einigten sich beide, Polen zu zerschlagen. Hitler musste die Sowjetunion nicht mehr fürchten bei seinem Angriff auf Polen. Der Überfall war ein leichtes Spiel. Diese Augusttage, die letzten Tage des Friedens, verbrachte Hitler in seinem Berghof auf dem Obersalzberg. Dort traf er die Vorbereitungen für den Überfall und schwor die Generäle auf seinen Kurs ein. Hitler hatte am 22. August 1939, also am Abend vor der Unterzeichnung des Hitler-Stalin-Paktes, sämtliche für den Angriff auf Polen vorgesehenen Befehlshaber der Wehrmacht zu sich auf den Obersalzberg gerufen. Er machte deutlich, dass es ihm nicht nur um die Erreichung einer bestimmten strategischen Linie ging, sondern um eine Zerschlagung Polens als Staat. Am 17. September 1939 fiel die Rote Armee in Ostpolen ein. Es war ein Sonntag. Ein massiver Angriff, dem die polnischen Truppen kaum etwas entgegenzusetzen hatten. Kiedy pokazały się na niebie pierwsze samoloty
Wir winkten, als sich am Himmel die ersten Flugzeuge mit Sowjetstern zeigten. Wir glaubten ja, dass sie uns zu Hilfe kommen. Aber diese Täuschung war von sehr kurzer Dauer. In der Nähe des Ortes Grudek-Wowinski erwischten uns die sowjetischen Flugzeuge. Es waren etwa 40. Sie schossen mit Maschinengewehren auf uns. Wir waren auf fast freiem Gelände und sie flogen 10, 20 Meter über unsere Köpfe. Sie warfen auch Handgranaten auf uns. Das war das Ende unserer Illusionen, was die Sowjetunion anging. Gemeinsame Parade der Roten Armee und der Wehrmacht am 19. September in Brest-Litowsk. Keine zwei Jahre später wird Deutschland auch die Sowjetunion überfallen. Vom Propagandaministerium in Berlin sollten die Deutschen im Reich erfahren, was in Polen geschah. Doch das hatte mit der Realität nichts zu tun. Man war Lügen ausgesetzt. Nicht einmal über die Länge des Krieges in Polen wurde die Wahrheit gesagt. Er dauerte 36 Tage. Nach 18 Tagen Krieg konnte das Oberkommando der Wehrmacht melden, der Feldzug in Polen ist beendet. Der Oberbefehlshaber des Heeres, Generaloberst von Brauchitsch, zeichnet besonders verdiente Soldaten aus. Man war alles in allem voller Stolz über die erzielten Erfolge der Wehrmacht. 30.000 in sowjetische. Das bedeutete Zwangsarbeit, Hunger, Tod. 66.000 polnische Soldaten waren gefallen, mehr als 130.000 verwundet. Die Wehrmacht hatte der Krieg 10.000 Tote und 30.000 Verwundete gekostet. Deutschland und die Sowjetunion teilen Polen nun auf, wie vor dem Krieg vereinbart. Im Westen annektierte das Deutsche Reich große Teile Polens. Deutsche kamen nun als Siedler in die besetzten Gebiete. Neuer Lebensraum, wie es Hitler seit 20 Jahren gefordert hatte. Bevor die deutschen Siedler eintrafen, waren die Polen, die hier gelebt hatten, brutal vertrieben worden. Generalgouvernement nannten die Nationalsozialisten nun den Teil Polens, der ihre Kolonie wurde, mit Krakau als Hauptstadt. Auf einem Hügel über der Stadt thront der Wawel, der alte polnische Königspalast. Ein Gebäude, das wie kein anderes die polnische Geschichte symbolisiert. Die Nationalsozialisten kannten diese Bedeutung, als sie hier ihre Machtzentrale einrichteten. Sie wollten sich als die Neuen, die absoluten Herrscher über Polen zeigen. Allen voran Hans Frank, der Generalgouverneur. Für seine Verbrechen sollte er 1946 gehängt werden. Das Ziel war die totale Ausbeutung und Unterjochung der Polen. Polnische Kinder sollten nicht weiter zählen können als bis 500. Die polnische Bevölkerung galt in den Augen der deutschen Besatzer als ein billiges und williges Arbeitskräftereservoir. Zugleich sollten gebildete Polen ermordet werden, um keinen Widerstand zu leisten. In der Aula der Universität Krakau wurden am 6. November 1939 insgesamt 183 Menschen verhaftet. Professoren und deren Mitarbeiter. Viele starben in den folgenden Wochen. Professor Jan Nowak, nach 3 Monaten KZ freigelassen, wenige Tage später an den Folgen der Haft gestorben. Ebenso Professor Stefan Kowalczkowski. Ab November wurden die Juden in Ghettos gesperrt. Abgeriegelte Bezirke, wie hier in Warschau, wo Hunger und Elend herrschten. Wer das Ghetto überlebte, den ermordeten die Nationalsozialisten später im KZ. Viele versuchten zu fliehen, aber nur sehr wenigen gelang es. Wir mussten unsere Eltern verlassen, aber die Eltern bestanden darauf, ihr sollt gehen. Und ich kann mich auch erinnern an die Zeiten. Wir glaubten ja, dass sie uns zu Hilfe kommen. Aber diese Täuschung war von sehr kurzer Dauer.
In der Nähe des Ortes Grudek-Wowinski erwischten uns die sowjetischen Flugzeuge. Es waren etwa 40. Sie schossen mit Maschinengewehren auf uns. Wir waren auf fast freiem Gelände und sie flogen 10, 20 Meter über unsere Köpfe. Sie warfen auch Handgranaten auf uns. Das war das Ende unserer Illusionen, was die Sowjetunion anging. Gemeinsame Parade der Roten Armee und der Wehrmacht am 19. September in Brest-Litowsk. Keine zwei Jahre später wird Deutschland auch die Sowjetunion überfallen. Vom Propagandaministerium in Berlin sollten die Deutschen im Reich erfahren, was in Polen geschah. Doch das hatte mit der Realität nichts zu tun. Man war Lügen ausgesetzt. Nicht einmal über die Länge des Krieges in Polen wurde die Wahrheit gesagt. Er dauerte 36 Tage. Nach 18 Tagen Krieg konnte das Oberkommando der Wehrmacht melden, der Feldzug in Polen ist beendet. Der Oberbefehlshaber des Heeres, Generaloberst von Brauchitsch, zeichnet besonders verdiente Soldaten aus. Man war alles in allem voller Stolz über die erzielten Erfolge der Wehrmacht in Polen. Und die alten Soldaten sagten, ja, denk mal dran im Ersten Weltkrieg, was das für Menschenleben gekostet hat. Und der Hitler hat es fertig gebracht, mit nur wenig Toten und einigen Verwundeten diesen Krieg zu gewinnen. Im Reich veränderte sich das Leben. Deutschland war im Kriegszustand mit Großbritannien und Frankreich, auch wenn die Waffen noch schwiegen. Die Hitlerjugend bei der Arbeit, um die Skulpturen des berühmten Pergamonaltars gegen Luftangriffe zu schützen. Unsere Flak sichert den deutschen Luftraum. Das war spannend für uns als junge Leute, aber hat uns damals noch nicht so furchtbar aufgeregt. Es lief alles weiter, es war ja auch ungestört, es gab noch keine Bomben. Und Geschützdonner hat man natürlich auch nicht gehört hier in Berlin. Also da hatte sich erstmal gar nichts verändert. Noch einmal konnten die Berliner einen sonnigen September genießen. Noch forderte der Krieg ihnen wenig ab. Und das Wenige mahnte die Propaganda mit ihrer Art Humor an. Da, ein Hamster. Donnerwetter, was der Bursche alles zusammengeschleppt hat. Und hier ein Stadthamster. Hallo! Ja, Sie! Sie sollten sich was schämen. Solche Volksschädlinge muss man rücksichtslos anprangern. Sie haben ein für alle Mal zu verschwinden. So, mein Cousin hat sich zum Militär gemeldet, Deutsche nicht. Und dann kam er raus, aber er hat dann schon nicht mehr lange gelebt. Der konnte gar nicht mehr richtig sprechen, der war... Wie soll ich das sagen? Der hatte die Niere kaputt gehabt, den Magen und der war so abgemagert und er wollte überhaupt nichts sagen. Die polnische Post in Danzig. Auch die Beamten hier sollten verhaftet werden, weil sie Polen waren. Aber sie wehrten sich und verschanzten sich im Gebäude. Sie hatten sich bewaffnet, einen deutschen Angriff erwartet. 57 Männer und Frauen. Am späten Vormittag begann der Beschuss der Post. Auch das vor laufender Kamera für das heimatliche Publikum. Die Postbeamten verteidigten sich den ganzen Tag lang gegen einen übermächtigen Feind. Noch oft sollten Polen im Zweiten Weltkrieg kämpfen, selbst dann, wenn es keine Chance zum Sieg gab. Am Abend leitete die SS Benzin in den Keller der Post und zündete es an. Danach dauerte es nicht mehr lang. Sechs Menschen waren in der Post verbrannt oder erschossen. Die überlebenden 51 gaben schließlich auf. Die ersten beiden verließen mit einer weißen Fahne die Post. Sie wurden sofort erschossen. Die übrigen 49 einen Monat später. Danzig ist jetzt in der Hand der Nationalsozialisten. Schon am 1. September erklären sie Danzig offiziell zu einem Teil des Deutschen Reiches. Die lange Gasse. Hier rückte die Wehrmacht ein. Tatsächlich begrüßte sie die Mehrheit der Deutschen sehr freudig. Nicht nur für die Kameras. Zur selben Stunde waren schon 1500 Danziger Polen gefangen. Tags darauf kamen viele von ihnen ins KZ Stutthof. In der Stadt kehrte eine gewisse Normalität ein. Das neue Schuljahr begann. Nicht wie üblich am 1. September, sondern einen Tag später.
Also den ersten Schultag habe ich so in Erinnerung. Wir hatten die erste Stunde Musik gehabt und unsere Lehrerin kam in die Klasse und begrüßte uns mit hoch erhobener Hand, begrüßte uns, ich grüße die reichsdeutschen Kinder. Wir waren ja vorher Kinder aus der freien Stadt Danzig und jetzt waren wir ja zum Reich angereicht worden. Doch die Westerplatte war noch immer umkämpft. Eigentlich hatte die Wehrmacht hier mit einem Sieg am ersten Tag gerechnet. Nur 210 polnische Soldaten verteidigten sich 7 Tage lang gegen 1500 deutsche Angreifer. Die Westerplatte und die Danziger Post sind bis heute in Polen Symbole des ungebrochenen Willens zur Verteidigung gegen den deutschen Überfall. Ich sehe, dass ein paar Meter entfernt ein Mädchen liegt, auf der Straße. Ich laufe los. Papa sagt, wohin willst du? Aber ich laufe schon. Ich hebe das Mädchen hoch. Es war 5, vielleicht 6 Jahre alt. Schwarze Haare, diese Augen und das ganze Gesicht voll Blut. Sie war vielleicht das erste Opfer des Zweiten Weltkriegs. Ich will nicht den Kampf gegen Frauen und Kinder führen. Ich habe meiner Luftwaffe den Auftrag gegeben, sich auf militärische Objekte bei ihren Angriffen zu beschränken. 1200 Zivilisten, Kinder, Frauen, Männer, starben bei dem Angriff auf Wielun. So begann der Krieg gegen wehrlose Menschen. Und ich dachte, warum musste das geschehen? Ich fragte, Papa, warum? Lass uns darüber jetzt nicht reden. Später, später. Du siehst ja, was hier passiert. Schreie, rufe um Hilfe. Luftangriffe auf Polen waren von der Wehrmachtsführung von vornherein nicht als rein militärische Angriffe geplant, sondern als Terrorangriffe. In den ersten Tagen und Wochen des Krieges in Polen wurden hunderte von polnischen Ortschaften von der deutschen Luftwaffe bombardiert, ganz unabhängig von der Frage, ob sie mit polnischen Soldaten besetzt waren oder nicht. Das heißt, eine Unterscheidung zwischen militärischen und zivilen Zielen fand von vornherein gar nicht statt. Die Westerplatte, das polnische Munitionsdepot an der Ostseeküste bei Danzig. 4.45 Uhr. 5 Minuten nach den ersten Bomben auf Wielun brach auch hier der deutsche Angriff los. Und auf einmal hörte ich so ein Donnern. Ich dachte, es wäre Gewitter. Aber dass man donnert und die Fenster sind auf, mein Vater und meine Mutter liefen hin und her. Und da sagt mein Vater, siehst du, ich habe recht gehabt, das ist der Krieg. Und dann sprang ich auf, wurde ich wach, sprang aus dem Bett raus und ging ans Fenster. Und dann hörten wir schon dieses Schießen, nicht? Von der Schleswig-Holstein. Stundenlang dauerte der Beschuss, gefilmt von einem Kamerateam der Wehrmacht. Diese Bilder bekamen die Deutschen im Reich wenige Tage später in der Wochenschau zu sehen. In der knapp 4 Kilometer entfernten Danziger Altstadt machten sich viele Menschen auf den Weg zur Westerplatte. Sie wollten die Schleswig-Holstein schießen sehen. Noch war der Krieg nur ein Spektakel. Unvorstellbar, dass diese Stadt in wenigen Jahren ein Trümmerfeld sein würde. Zur selben Stunde marschierten Danziger SA- und SS-Einheiten auf, Sturmabteilung und Schutzstaffel der Nationalsozialisten. Monatelang hatten sie sich auf diesen Augenblick vorbereitet. Und sie besaßen lange Listen von Menschen, die sie verhaften sollten. Waltraud Nagel erlebt diesen Morgen in der Stadt. So ist der Krieg. Es geht nur darum, möglichst viele Feinde zu erschießen und nicht in Gefangenschaft zu geraten. Da kam im Straßengraben ein polnischer Soldat mit erhobenen Händen uns entgegen. Und der Leutnant zog die Pistole und erledigte ihn. Und die, wo da drauf saßen, die hatten kein besonders gutes Gefühl. Und als bei dem Angriff auf das Dorf dann dieser Leutnant als einziger fiel, dann war eigentlich für alle die Welt wieder in Ordnung. Sie wurden in eine Decke oder eine Zeltbahn eingehüllt und dann wurde das Grab ausgehoben
Und man hielt auch immer noch an dem Brauch fest, dass über das Grab eine Salve geschossen wurde. Und dann wurde der Hügel zugemacht und ein Kreuz aus Birkenholz da drauf gesetzt. Und da stand dann Name und Truppenteil des Gefallenen. Fünf Monate vor dem Überfall feierte Hitler in der Reichshauptstadt seinen 50. Geburtstag. Dazu ließ er die Armee aufmarschieren, die er sich geschaffen hatte. 100.000 Soldaten hatte Deutschland 1933, als Hitler an die Macht kam. Sechs Jahre später waren es 4,5 Millionen. Wenige Tage vor seinem Geburtstag hatte Hitler dem Oberkommando der Wehrmacht befohlen, den sogenannten Fall Weiß vorzubereiten, den Angriff auf Polen. Mit der größten, stärksten und modernsten Armee Europas. Im März 1939 hatte Hitler seine Truppen schon einmal eingesetzt, ohne einen Schuss abzufeuern. In Prag. Die Wehrmacht besetzte die Stadt und den tschechischen Teil der Tschechoslowakei. Er wurde zum deutschen Reichsprotektorat Böhmen und Mähren. Jetzt verstand Europa, dass Hitler mit Verhandlungen nicht beizukommen war, dass er auf Kriegskurs war. In Warschau beobachteten die Polen die deutsche Expansion mit Sorge. Auch die immer schärferen Forderungen Deutschlands nach Danzig und nach Teilen Westpolens. Anfang Mai tagt der Sejm, das polnische Parlament. Außenminister Josef Beck spricht zu den Abgeordneten und zum Ganzen. Viele Deutsche wollten mit der Stadt heim ins Reich. Noch heute steht in der Innenstadt eine Fassade aus dieser Zeit. Mit Symbolen, die Hakenkreuzen ähnlich sind. Am 3. September waren polnische Truppen auf dem Rückzug durch die Stadt, auf der Flucht vor der Wehrmacht. Was nun geschah, wurde später Bromberger Blutsonntag genannt und ist bis heute umstritten. Es gibt zwei Versionen, unvereinbare Versionen. Da ging es im Galopp und im Laufschritt und die polnischen Offiziere versuchten da ihre Truppen in Ordnung zu halten und gaben Warnschüsse in die Luft ab aus ihren Pistolen. Und nachher stellte sich raus, verbreitete sich dann das Gerücht, die Deutschen in Bromberg schießen auf polnische Soldaten. Aus heiterem Himmel begann die Schießerei. Ohne Grund. Sie schossen auf die Soldaten, auf die polnische Bevölkerung. Aus den Gärten, aus den Häusern schossen die deutschen Zivilisten, die Angehörigen der deutschen Minderheit in Bydgoszcz. Das ist absolut unwahr. Es hat keine Waffen in deutscher Hand gegeben. Die deutschen Jagdpächter mussten ihre Jagdwaffen schon im April 39 spätestens beim Landrat abliefern, damit kein Unheil geschehen konnte. Und das war also auch völlig absurd. Bei uns wäre niemand auf die Idee gekommen, den polnischen Soldaten auf dem Rückzug da was anzutun. In der Orla-Straße traf ich unsere Soldaten. Denen habe ich einen Garten gezeigt, aus dem Deutsche schossen. Sofort liefen sie dahin und kurz danach führten sie drei Männer ab. Die trugen polnische Rotkreuz-Uniformen. Ich sage zu ihnen, hört mal, das sind doch Polen. Nein, das sind keine Polen, das sind Deutsche. Ich glaubte es nicht, also lief ich ihnen hinterher. Hinter den Teichen gab es da eine Müllhalde. Dort begannen die polnischen Soldaten die Männer zu erschießen, einen nach dem anderen. Der erste schrie, dass er Pole sei. Der zweite schwieg. Der dritte streckte die Hand aus und rief: Heil Hitler! Es waren Deutsche. Es ist unklar, wie viele Deutsche in diesen Tagen ermordet wurden. Seriöse Schätzungen gehen von bis zu 300 Opfern aus, in Bromberg, und von 4.500 in ganz Polen. Professor Richard Kaczmarek ist einer der führenden Historiker zum Thema Polen im Zweiten Weltkrieg. Er lehrt an der Universität Katowice und hat auch Bromberg erforscht. Die Berichte über die Ereignisse widersprechen einander komplett. Flehten die Soldaten an: Was haben wir euch getan?
Bitte vergebt uns. Wir haben niemandem ein Unrecht getan. Wofür wollt ihr uns so hart bestrafen? Ich sah, dass einige junge Soldaten Tränen in den Augen hatten, als wir da auf unseren Knien flehten. Das Kommando gab der Offizier, der Polnisch sprach. Er hatte so ein Stöckchen und er schrie: Feuer! Wir fanden, dass das keine Menschen mehr waren. Es ist schwer, davon zu erzählen, daran zurückzudenken. Wer konnte, floh aus dem Dorf. Andere verbargen sich in ihren Häusern. Aber die Deutschen schossen auf die Häuser, steckten das ganze Dorf in Brand. Am nächsten Tag wagten sich die ersten Geflohenen zurück. Unter ihnen auch Jacek Makles. Damals sah ich Dinge, über die ich schwer sprechen kann. Dort lag Pietschak, ein Nachbar, erschossen durch eine Kugel in den Hinterkopf. Er war zur Hälfte verbrannt, denn er war auf die Schwelle seines Hauses gefallen. Als das Haus brannte, wurde er gebacken. Mein Schulfreund, Stasiu Jędryszak, lag hinter einem Zaun im Kartoffelfeld, ohne Kopf. Er hatte nur noch das rechte Ohr dran, ein Stück Hals und den Rumpf. Mord an polnischen Zivilisten. Die deutsche Propaganda erklärte die Opfer zu Tätern. Eine der ersten Aufgaben ist die Säuberung der Ortschaften von dem verhetzten polnischen Mob, der von der polnischen Regierung zum hinterhältigen Freischärlerkampf gegen die deutschen Soldaten aufgestachelt wurde. Im Lesesaal des Deutschen Historischen Instituts in Warschau. Der Historiker Dr. Jochen Böhler erforscht die Einsätze der Wehrmacht in Polen, auch den in Torzeniec. Torzeniec ist nur ein Beispiel für hunderte weitere, die sich in Polen 1939 ereigneten. Was allen Fällen gemeinsam ist, dass bei einer nachträglichen Untersuchung der Ereignisse keine Schuldigen gefunden werden konnten. Das heißt, was nach Abklingen der Schießerei passiert ist, dass aus der Bevölkerung wahllos Männer herausgegriffen werden, die für den vermeintlichen Überfall verantwortlich gemacht werden. Die Opferzahlen, die im September 1939 zu verzeichnen sind, gehen in die Tausende. Berlin, am Morgen des 1. September 1939. Es war sonnig und warm. Gegen 10 Uhr ließ Adolf seinem Großvater Eji. Mein Großvater sagte, die Deutschen werden nur durchmarschieren. Die werden uns nichts tun. Wir haben denen ja auch nichts getan. Und wohin sollten wir auch fliehen? Mein Vater war ja eingezogen und wir blieben zu Hause. Alle in Sorge, was wird passieren, was wird passieren. Der erste Tag dieses Krieges ging zu Ende. Nachts fielen Schüsse am Dorfrand. 3 deutsche Soldaten des Infanterieregiments 41 starben. Bis heute ist ungeklärt, wer geschossen hatte. Die Folgen waren verheerend. Die Deutschen trieben alle mitten im Dorf zusammen. Dann las ein Offizier den Befehl vor, auf Polnisch. Für das Leisten von Widerstand wird die ganze Dorfbevölkerung erschossen. 18 Menschen. Sie wählten aber 18 Männer aus, jeden zweiten aus unserem Dorf, für die Erschießung. Ich hielt meinen Großvater an der Hand. Ein Soldat stieß mich weg und nahm Großvater mit für die Erschießung. Alle Frauen und Kinder mussten auf einen Hof. Dort sollte die Erschießung stattfinden. Und alle aus dem Dorf, Mütter und Kinder, sollten sehen, wie man ihre Väter und Brüder tötet. Wir fielen auf die Knie, flehten die Soldaten an. Was haben wir euch getan? Bitte vergebt uns. Wir haben niemandem ein Unrecht getan. Wofür wollt ihr uns so hart bestrafen? Ich sah, dass einige junge Soldaten Tränen in den Augen hatten, als wir da auf unseren Knien flehten. Das Kommando gab der Offizier, der Polnisch sprach.
Er hatte so ein Stöckchen und er schrie, Feuer! Wir fanden, dass das keine Menschen mehr waren. Es ist schwer, davon zu erzählen, daran zurückzudenken. Wer konnte, floh aus dem Dorf. Andere verbargen sich in ihren Häusern. Aber die Deutschen schossen auf die Häuser, steckten das ganze Dorf in Brand. Am nächsten Tag wagten sich die ersten Geflohenen zurück. Unter ihnen auch Jacek Makles. Damals sah ich Dinge, über die ich schwer sprechen kann. Dort lag Pietschak, ein Nachbar, erschossen durch eine Kugel in den Hinterkopf. Er war zur Hälfte verbrannt, denn er war auf die Schwelle seines Hauses gefallen, als das Lautsprecher werden in Stellung gebracht, mit denen für die französischen Soldaten Musikstücke, unterbrochen von Nachrichten und Mitteilungen in ihrer Muttersprache, übertragen werden. Die Musik aus den deutschen Lautsprechern lockt die Franzosen aus ihren Bunkern. Sie tanzen. Sie kämpfen nicht. Eigentlich sympathisch. Wäre hier nicht eine Chance vertan worden. Eine Chance, die viele Millionen Menschen hätte retten können. Wenn Polens Verbündete ihre 3000 Panzer nicht nur zur Grenze gefahren hätten. Wenn sie sie auch eingesetzt hätten. Wenn Franzosen und Briten angegriffen hätten. Alles wäre anders gekommen. Mit Sicherheit. Wir wissen doch, wie das Kräfteverhältnis auf beiden Seiten war. Deutschland war 1939 absolut nicht auf einen Krieg an zwei Fronten vorbereitet. Wir können davon ausgehen, dass ein Zwei-Fronten-Krieg zur Niederlage Deutschlands geführt hätte. Eine deutsche Niederlage? Schon Ende 1939? Vielleicht Anfang 1940? Der Krieg, den Deutschland angefangen hatte, sollte noch fast 6 Jahre dauern und 60 Millionen Menschenleben kosten. Zurück nach Bydgoszcz, Bromberg. 2 Tage nach dem Blutsonntag marschierte die Wehrmacht ein, über die Danziger Straße. Die polnische Armee hatte sich zurückgezogen. Die polnischen Einwohner waren ohne Schutz. Ich habe die Tür aufgemacht und angefangen zu schreien, hoch leben die Engländer. Dann bekam ich einen Schock, denn die Gewehre wandten sich in meine Richtung und ich hörte, Hände hoch. Da begriff ich, dass es Deutsche waren. Dann waren wir natürlich erleichtert, dass hier irgendwelche Gefahren jetzt von uns genommen waren. Und ich bin gleich zu dem hingelaufen, habe den begrüßt. Er war ganz platt, dass er hier von einem Deutschen empfangen wurde. Ja. Und tja, dann war für uns sozusagen eine vorübergehende Befreiung. Nicht so für die Polen. Jeder, der verdächtigt wurde, an dem Massaker gegen die Deutschen beteiligt gewesen zu sein, wurde verhaftet. Wehrmacht, SD und SS erschossen in diesen Tagen mindestens 400 Polen. Willkürlich. Ohne Prozess. Geiseln werden genommen zur Strafe für den Angriff auf deutsche Soldaten. Ich war Zeuge der ersten Geiselerschießung auf dem Marktplatz vor dem Museum. Und da war ein Lautsprecherwagen aufgefahren, der hatte eine Rede von Hermann Göring in einem Rüstungsbetrieb übertragen. Und ein Musikchor war da, die es das am Platzkonzert gab. Und dann sah ich, wie da ein LKW vorfuhr, mit Netzen bespannt und sah, für uns gleich leicht erkennen. Recht gab, das ist der Krieg. Und dann sprang ich auf, sprang aus dem Bett raus und ging ans Fenster und dann hörten wir schon dieses Schießen, nicht? Von der Schleswig-Holstein. Stundenlang dauerte der Beschuss. Gefilmt von einem Kamerateam der Wehrmacht. Diese Bilder bekamen die Deutschen im Reich wenige Tage später in der Wochenschau zu sehen. In der knapp 4 Kilometer entfernten Danziger Altstadt machten sich viele Menschen auf den Weg zur Westerplatte. Sie wollten die Schleswig-Holstein schießen sehen. Noch war der Krieg nur ein Spektakel. Unvorstellbar, dass diese Stadt in wenigen Jahren ein Trümmerfeld sein würde. Zur selben Stunde marschierten Danziger SA- und SS-Einheiten auf, Sturmabteilung und Schutzstaffel der Nationalsozialisten. Monatelang hatten sie sich auf diesen Augenblick vorbereitet.
und sie besaßen lange Listen von Menschen, die sie verhaften sollten. Waltraud Nagel erlebt diesen Morgen in der Stadt. Mein Onkel wurde auch denselben Tag eingesperrt. Er hat bei der polnischen Bahn gearbeitet. Und alles, was bei den Polen gearbeitet hat, das haben sie eingesperrt. Aber er kam nach 6 Wochen raus, dann mein Cousin hat sich zum Militär gemeldet, Deutsche nicht. Und dann kam er raus, aber er hat dann schon nicht mehr lange gelebt. Der konnte gar nicht mehr richtig sprechen. Der war, wie soll ich das sagen, der hatte die Niere kaputt gehabt, den Magen. Und der war so abgemagert und er wollte überhaupt nichts sagen. Die polnische Post in Danzig. Auch die Beamten hier sollten verhaftet werden, weil sie Polen waren. Aber sie wehrten sich und verschanzten sich im Gebäude. Sie hatten sich bewaffnet, einen deutschen Angriff erwartet. 57 Männer und Frauen. Am späten Vormittag begann der Beschuss der Post. Auch das vor laufender Kamera für das heimatliche Publikum. Die Postbeamten verteidigten sich den ganzen Tag lang gegen einen übermächtigen Feind. Noch oft sollten Polen im Zweiten Weltkrieg kämpfen, selbst dann, wenn es keine Chance zum Sieg gab. Am Abend leitete die SS Benzin in den Keller der Post und zündete es an. Danach dauerte es nicht mehr lang. Sechs Menschen waren in der Post verbrannt oder erschossen. Die überlebenden 51 gaben schließlich auf. Die ersten beiden verließen mit einer weißen Fahne die Post. Sie wurden sofort erschossen. Die übrigen 49 einen Monat später. Danzig ist jetzt in der Hand der Nationalsozialisten. Schon am 1. September erklären sie Danzig offiziell zu einem Teil des Deutschen Reiches. Die lange Gasse. Hier rückte die Es ist schwer davon zu erzählen, daran zurückzudenken. Wer konnte, floh aus dem Dorf. Andere verbargen sich in ihren Häusern. Aber die Deutschen schossen auf die Häuser. Steckten das ganze Dorf in Brand. Am nächsten Tag wagten sich die ersten Geflohenen zurück. Unter ihnen auch Jacek Maklis. Damals sah ich Dinge, über die ich schwer sprechen kann. Dort lag Pietschak, ein Nachbar, erschossen durch eine Kugel in den Hinterkopf. Er war zur Hälfte verbrannt, denn er war auf die Schwelle seines Hauses gefallen. Als das Haus brannte, wurde er gebacken. Mein Schulfreund, Stasiu Jędryszak, lag hinter einem Zaun im Kartoffelfeld, ohne Kopf. Er hatte nur noch das rechte Ohr dran, ein Stück Hals und den Rumpf. Mord an polnischen Zivilisten. Die deutsche Propaganda erklärte die Opfer zu Tätern. Eine der ersten Aufgaben ist die Säuberung der Ortschaften von dem verhetzten polnischen Mob, der von der polnischen Regierung zum hinterhältigen Freischärlerkampf gegen die deutschen Soldaten aufgestachelt wurde. Im Lesesaal des Deutschen Historischen Instituts in Warschau. Der Historiker Dr. Jochen Böhler erforscht die Einsätze der Wehrmacht in Polen, auch den in Torzeniec. Torzeniec ist nur ein Beispiel für hunderte weitere, die sich in Polen 1939 ereigneten. Was allen Fällen gemeinsam ist, dass bei einer nachträglichen Untersuchung der Ereignisse keine Schuldigen gefunden werden konnten. Das heißt, was nach Abklingen der Schießerei passiert ist, dass aus der Bevölkerung wahllos Männer herausgegriffen werden, die für den vermeintlichen Überfall verantwortlich gemacht werden. Die Opferzahlen, die im September 1939 zu verzeichnen sind, gehen in die Tausende. Berlin, am Morgen des 1. September 1939. Es war sonnig und warm. Gegen 10 Uhr ließ Adolf Hitler sich zum Reichstag fahren. Kurz zuvor hatte er die Menschen im Reich aufrufen lassen, sich vor den Rundfunkgeräten einzufinden. Werner Morg war damals Angestellter in einem Radiogeschäft. Ich kam in die Firma. Und der Progress, der kam auf mich zu und sagte, Herr Morg, Sie müssen bitte alles herrichten für einen Gemeinschaftsempfang. Um 10 Uhr spricht der Führer, bitte in der Radioabteilung alles herrichten, Stühle aufstellen, dass der gesamte Betrieb den Gemeinschaftsempfang verfolgen kann. Unsere Ziele
Ich bin entschlossen. Erstens, die Frage...